Ja, dann wollten wir eigentlich heute noch hier weitermachen. Ne, dass diese Cobblestone-Wüste und so hier noch ein bisschen anders wird. Genau. Boah, das Dach sieht aber wirklich kacke aus. Also von innen gefällt mir das Haus ja super. Von innen ist es gut, von außen müssen wir da echt noch dran arbeiten. Gerade diese Fahrstühle finde ich super die geile Idee irgendwie. Die sind echt super geworden. Da freue ich mich auch irgendwie drüber. Scheiße, warum bin ich da reingegangen? Warte, drück mal den Knopf. warte, ich komme. Ich drück auf die Knöpfe. Oder nicht? Nein. Ich habe vergessen, doch, dass da keiner ist. Kommen Sie raus. Danke. Ausnahmsweise lasse ich noch. Ja, die Fahrstühle sind klasse. Also die Fahrstühle finde ich auch echt hübsch. War eine schöne Idee. Ansonsten, aber hier vom Dach her muss man halt noch ein bisschen was machen, obwohl ich hier drin eigentlich die Glaskuppel ganz geil finde. Ja. Aber von außen sieht sie ja kacke aus, ne? Stimmt, wir haben dich ja umbenannt, du bist ja gar nicht mehr der Horst. Ne. Verdammt, das stimmt hier nicht. El Grande. Eigentlich finde ich ja, wir können hier schon ein Glasdach drauf lassen und müssen es einfach von außen ein bisschen anders aussehen lassen, weißt du? Ja, definitiv. Weil ich finde, das Glasdach hier drin, das hat schon was. Ich weiß nicht, sollen wir das Glasdach vielleicht so von oben machen? Ja gut, aber wenn wir hier so ein bisschen so festungsmäßig, ich glaube, das Ziel würde auch nicht passen, vor allem, weil wir auf den Fahrstühlen praktisch oben das Ziegeldach drauf haben. Ja. Also da haben wir uns echt ein Bein gestellt hier irgendwie, ein Bein gebaut, hätte ich fast gesagt. Wir haben uns ein Bein gebaut, jawohl. Wenn wir hier, warte mal, wenn wir alles eins höher setzen, also ich sage jetzt mal, warte mal, einfach nur mal als Beispiel, so zack, so eins höher. Und dann von dem her, so zack, also praktisch hier ein Steinding drauf. Ja. Dass so praktisch, dass so das Zeug ein bisschen retuschiert wird. Man hat immer, es könnte das hier dann praktisch drin, immer noch ein Loch drin ist. Dass es von außen halt einfach so abgeschlossen aussieht. Ich weiß nicht, wie das auf die Entfernung aussehen würde. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal deutlich besser, muss ich ehrlich sagen. Weil so hätten wir dann ein bisschen ein spitz zulaufendes Dach. Also wie gesagt, dann hier hinten halt praktisch. Das nächste wäre dann 1 und 2 hoch. Genau, und das reicht dann auch schon, ne? Da, das genau. Und so, dass halt hier praktisch da dazwischen so der Lichthof bleibt, wo das Licht reinleuchtet. Von oben. Ja, lass uns das mal ausprobieren. Also eigentlich wollten wir jetzt hier mal die Grundrisse andeuten von dem Dorf, was noch ringsherum sein soll. Aber lass uns mal lieber das vielleicht erst machen. Ja. Dann reiß ich hier mal ein bisschen das Dach ab, oder? Willst du das drauf lassen? Also du meinst, die Kuppeln. Du meinst, warte mal, welche Kuppeln meinst du jetzt? Na, da wo ich beispielsweise draufstehe. Die Glaskuppeln würde ich vielleicht sogar fast so lassen, ich weiß es nicht. Ja, wir lassen sie erstmal so und abbauen kann man sie ja immer noch. Genau. Das Einzige, was ich dann noch ändern würde, wären hier unsere beiden Bögen hier vorne. Ja, die nehme ich mal eben weg. Warte mal, lass den, wo ich draufstehe, gerade mal noch stehen und schau mal, dass du vielleicht... Ja gut, obwohl, ich mache das hier gerade mit Holz. Ist auch irgendwie... Ja, das ist irgendwie Quatsch. Hast du ein paar... Ey, sag mir nicht, wir müssen jetzt wieder Ziegel farmen gehen. Nee, das sind ja keine Ziegel. Wir brauchen, ich würd da fast so ein Steindach nehmen. Welches denn? Was Steine? So hier so? Ziegelsteine, also die wir hier haben halt praktisch, ich weiß nicht, Steinziegel oder wie sie heißen. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt keine mehr auf Vorrat. Kohle? Ja, Kohle. Yeah, Kohle. Ich schau mal bei mir zu Hause, wo ich was finde. Ja, ich könnte vielleicht auch nochmal gucken gehen, aber wir brauchen auf jeden Fall Kohle und Kohle. Und wenn wir schon unterwegs sind, können wir uns auch mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ja. Ich glaube, ich habe auch überhaupt keine Cobblestones und sowas mehr. Ich muss mir gleich mal kurz mein Lager da mal anschauen und mal einen Lagerbestand-Check machen. Lagerbestand-Check. So, Stein, Pflasterstein, also Cobblestones. Oder Steintreppen, das ist aus Cobblestone. Da habe ich noch Steinziegel, genau hier. Also ich habe noch ein bisschen was da. Gut. Ich nehme mal alles mit, was ich da habe. Und lager mal das Holz ein. Holz. Ich muss sagen, ich persönlich finde das mit der gelben Wolle immer noch nicht schlecht hier drin. Was ist das hier? Eichnutzstuhl, das ist schon Eiche. So, einmal also, hier einlagern. Wobei Cobblestone habe ich noch, Cleanstone habe ich noch eine ganze Menge. Ja, Cleanstone kannst du ja dann weiter ausbauen. Also Steinziegel habe ich halt, wie gesagt, auch noch ein bisschen was da. Ja, ich mach mal eben meine Truhe. Mein Inventar. Ah, da ist Inventar, so heißt es. Gott, verdammte Scheiße. Nicht so viel fluchen, Juwi, das ist ganz schlecht. Habe ich mir von dir abgeguckt. Negatives Karma, sage ich dir. Ne? Das ist, wenn du viel fluchst, das fällt alles auf dich zurück, ja.
Echt? Und wenn das jetzt so klingt, als wäre ich gerade auf so einem Ökotrip, bin ich nicht. Nein, das ist. Das sind leider Tatsachen, ne? So. Ja, das ist genau so, wie es ist. Was? Halt die Fresse, Alter. Ja, ist eine gute Idee. Ich rede mich hier noch im Kopf und Kragen. Ich trinke erstmal ein Schluck Bier. Ja, Prost. Cheers. Er trinkt übrigens kein Bier, er trinkt Hopfensaft. Klar, Saft. Oder so. Man muss ja Saft trinken, Bier ist schlecht. Bier ist gar nicht gut. Nein, Kinder, trinkt das nicht. Du musst bedenken, dass viele unserer Zuschauer vielleicht ein bisschen jünger sind. Ist doch egal. Wir saufen gar kein Bier. Wir saufen immer nur Saft. Nein. Saufen ist natürlich negativ, ne? Trinken ist, in einem normalen Maß sollte man es genießen und nicht zu sehr übertreiben. Achso, du meinst, wir genießen jetzt hier ein schönes Schlückchen. Genau. Das ist genauso, hey, ich habe als Kind mal Kaffee getrunken. Ich fand das absolut ekelhaft. Heutzutage kann ich auch so Kaffee trinken. Ich trinke das Zeug, also ich saufe es quasi. Aha. Juri säuft Kaffee, ne? Ich bin eigentlich kein so Kaffeemensch. Ich trinke einen Kaffee, wenn ich bei meinen Eltern bin. Dann gibt's Kaffee oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und was weiß ich, ne? Und es Kaffee gibt, dann trinke ich halt einen Kaffee mit, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, viel Kaffee. Dafür habe ich ein anderes Laster, ich sauf viel zu viele Energy Drinks. Ja, und das finde ich wiederum schlimmer. Ja, ich auch. Ich muss sagen, ich finde es auch sehr schlimm und vor allem das Zeug ist einfach nur A, pappsüß. Ja. Und B, arschteuer. Ja, sowohl als auch. Also ich. Aber ich mag das irgendwie. Da mag ich meinen Kaffee halt gern. Also ich liebe es, morgens auf Arbeit anzukommen und erstmal schön noch einen Kaffee zu trinken. Ja, dann an die Arbeit. Man muss ja auch sagen, ich lebe ja in Bayern, ne? Normalerweise gehört ja ein Bierchen, gehört ja eigentlich so zum normalen Aufwachen oder sowas, ne? Darfst du ja vor der Arbeit. Bett. Was, Bett? Bett. Warte, ich muss nochmal ein Schluck trinken. Ja. Okay, du erzähl deine Bayern-Geschichte weiter. Nee, und in Bayern ist ja eigentlich so Bier, ne? Bier ist ja hier ein Grundnahrungsmittel. Das ist ja hier wie Wasser woanders. Ja. Und ich finde, deswegen sollte man das schon auch irgendwie, ne, hier ein bisschen dingsen, ne? Weißt du Bescheid? Ja, und irgendwie leckst du gerade ein bisschen. Ernsthaft? Ja, du hostest wieder die Verbindung, hä? Kann sein, ja. Ich glaube schon, du hast von angerufen. Eck ich noch? Ja, immer noch ein bisschen. Okay, aber es läuft besser, da hoffe ich doch mal. Ja, ist okay. Ist okay, die Leute verstehen dich zwar nicht, aber egal. Man muss dich nicht verstehen. Nee, auf alle Fälle, das gehört eigentlich, finde ich, so ein bisschen auch dazu zur Normalzeit. So, ein Schlückchen schön zum Entspannen und so. Ja, wie so, zum Beispiel Handwerker, ne? Also. Ja, so Maurer beispielsweise, die trinken dann erstmal ihr Frühstücksbier quasi. Ja, keiner kann ich ein Lied von singen. Egal. Ja, und dann sieht man auch immer das Bauarbeiter-Dekolleté, ne? Ja, genau. So, wenn die Kimme rausklotzt. Ja, und da finde ich wieder, ist so ein bisschen so diese Unterscheidung, ja? Wenn es jetzt bei einer Frau ist, also kommt es auch drauf an, sagen einige, oh geil. Wenn es bei einem Kerl ist, Ja, es kommt ja auch aber sicherlich, also auch im Punkto, wenn Frauen das so sehen, ne, auch darauf an, was für ein Kerl das ist. Ja, gut, klar. Wenn das so andersrum, es kommt immer drauf an, was steht da für einer, ne? Ja, oder natürlich. Wenn zum Beispiel so ein Ballast steht, das fände ich zum Beispiel auch schon ziemlich eklig. Oh ja. Oh ja. Der Juri fand das auch eklig, als ich auf einmal vor ihm stand, ne? So, als ich gesagt habe, moin, ich bin der Ballast, und er hat gesagt, und ist weggelaufen. Aber ich habe ihn eingeholt, also er ist nicht weggekommen. Dann hat er mich vor Freude umarmt und dann war alles zu spät. Dann war ich quasi narkotisiert. Dann warst du ballastifiziert. Ballastifiziert, ja. So, hier, ich habe Treppen für dich, wenn du möchtest. Ich will deine scheiß Treppen nicht. Geh mal da weg. So, geht leck da. Mich. Nee, was du meinst, ist leck mich. Lego Mio. Lego Mio, ja. Ich legge nicht. Ich bewege mich nur langsamer. Ich bewege mich nur schrittweise. Hä? Huch. Ach, da ist gar kein Dings. Gar kein Glas. Vielleicht sollten wir hier. Warte mal, vielleicht sollten wir hier auch einfach ein Dach drauf machen. Ein Dach, sage ich schon. Na, sag mal. Ein Slab. Nee, wirklich ein Dach aus einem anderen Material.
Oh. Du meinst jetzt keine Steine, oder was? Ja. Mal gucken. Mal gucken. Ich schau mal, wie es von unten aussieht, weil... Huch. Aua. Ich hab mir die Beine gebrochen. Ja, wahrscheinlich geht das Dach da total unter oder irgendwie so. Ja, es sieht schon ziemlich klotzmäßig aus. Muss ich mal von unten anschauen. Jetzt bin ich gerade wieder hochgegangen. Ja, das habe ich mit Absicht so gemacht. Dass du wieder ich muss, glaube ich, gleich irgendwie nochmal was an der Aufnahme ändern oder meinen Rechner neu starten, weil die Frames pingeln so schön hin und her gerade. Ja, das sieht schon ziemlich scheiße aus. Da müssen wir nochmal was machen. Ich glaube, ich mache das mit dem Rechner Neustart jetzt gleich mal und wir können uns derweil einfach mal überlegen, was wir da oben machen könnten. Genau, also Kinder, wir sehen uns gleich wieder. Genau, wir machen hier einfach nur mal eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann und tschüss. Tschüss. Kuckuck, so. Da sind wir wieder. Ey, meine Anmoderation. Yeah, ich hab dich voll ausgetrickst. Hallo Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Together. Minecraft. Yay. Mit den Balas. Und ich hab den Yui fertig gemacht. Jetzt ist er deprimiert. Ich hab Yui voll. Yeah, ich bin so gut. Ich bin so ein Arschloch, Alter, ganz im Ernst. Naja. Schon. Penner. Gentleman. So, dann machen wir mal ein paar Schilder, haben wir gerade beschlossen. Wir machen Schilder. Yay. Hey, Schilder. Und da schreiben wir dann drauf, wer das liest, ist doof. Und wenn ihr das lest, seid ihr doof. Trollolol. Huch, meine Stickies. Puh. Er hat sie nicht bekommen. Shit, ich hab die Sticks. Okay, wir haben gerade auch einen hinterhältigen Plan ausgeheckt. Und zwar werden wir dieses verkackte Dach da oben erstmal eben sein lassen. Wir schieben das Ganze mal eben beiseite und überlegen uns irgendwie was anderes. Wenn ihr Ideen habt für dieses Scheißdach, was ihr hier gerade seht, her damit. Schnell! Bitte! Und keine so guten Ideen wie abreißen. Hat schon jemand eine Idee? Hallo? Hallo? Jemand da? nein, okay. Hörst du mir zu? Sprechen Sie in das Frosch? Aber dementsprechend werden wir uns jetzt erstmal hier so ein bisschen um die Gegend kümmern. Ich bin schon dabei. Ich holz hier einfach alles ab. Wie ich so und zwar wollen wir jetzt mal gucken, wo wir hier so ein paar Häuser und sowas alles mit hinsetzen können. Und ja, hier vorne, das soll ja mal ein Marktplatz werden. Das ist jetzt natürlich gerade erstmal nur eine Cobblestone-Wüste. Ja, ich hab ja schon ein bisschen Erfahrung mit Marktplätzen. Ja, also... Weißt du wie? Genau, da kommt der Bader später nochmal ans Werk. Und jetzt gucken wir aber erstmal, was wir hier so hinbauen können. Was gehört denn so auf so einen Marktplatz? Oder an den Rand eines Marktplatzes, sagen wir es mal so. Hast du da irgendwie schon eine Idee? Ich noch nicht so richtig irgendwie. Ja, also am Marktplatz ist ja, also Marktplatz macht ja aus, dass Stände rundherum sind eigentlich, ne? Also so ein bisschen hier die Stände, die dann draufstehen auf dem Platz praktisch. Ja, das ist ja auf dem Platz, das geht ja... Ja, ja, und jetzt kommt's ja, das sind ja die ganzen fahrenden Händler. Und am Rand des Marktplatzes ist ja eigentlich so die ganze ortsansässige Industrie. Soll heißen so Werkstätten und ähnliches, ne, so auch so ein bisschen, was weiß ich, hier so ortsansässige Unternehmen, wie zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, so ein Metzger, so ein Fleischer oder was auch immer. Eine Schmiede, irgendwie sowas eine Schmiede, in die Richtung. Genau. Einfach so ein bisschen der, wo du halt feste Häuser für brauchst und nicht so fahrende Händlerschaften, die dann ihre Waren halt irgendwo, also hier in der Stadt einkaufen, zum Beispiel. Ja, wir haben die besten Schwerter auf der ganzen Umgebung. Und dann kommt der Händler, dann kommt der Fahnenhändler und sagt, ja, gib mal mit, die verkaufe ich in der nächsten Stadt. Und dann kauft er 100 Schwerter und in der nächsten Stadt verkauft dann 100 Schwerter für 10 Gold mehr oder was weiß ich. Ja, okay, also bauen wir jetzt hier ringsherum einfach mal so ein paar Läden letztendlich, so ein bisschen Geschäfte. Ich würde sagen, hier die Bäume, die wir hier extra mal angepflanzt haben, hier so die hier vorne, ne, die lassen wir einfach mal stehen. Dass das einfach so ein bisschen abgetrennt und dass man so vielleicht so einen kleinen Aha-Effekt hat, wenn man hier ums Eck kommt. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal schnell Erde holen und bringe mir eben die Steine weg, die ich vorhin extra noch holte. Damit ich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Wir täuschen das jetzt erstmal alles mit Erde an, hätte ich fast gesagt. Wir machen ja erstmal so Erde hin und... ja, wir täuschen heute also nur vor, ne? Und setzen damit jetzt erstmal so ein paar Grundstein-Erdblöcke. Grundstein-Erdblöcke, neues Wort. Versuch das mal für Hangman. Ich glaube nicht. Das musst du eher für so Spiele benutzen, wo du Begriffe malen musst. Oder, in sowas bin ich erfahrungsgemäß sehr schlecht. Ja, ich weiß. Hatten wir ein paar schöne Spielchen. Ja. Aber gut, es gibt auch Sachen, wie will man das malen? Zum Beispiel Politiker.
Ja, da hatte ich Spaß dran an Politiker. Ich durfte Politik mal irgendwie malen. Ja, ich habe aber auch ja die perfekte Ausrede für sowas, ne? Dass ich nicht zeichnen kann am Computer. Also ich kann an sich nicht zeichnen, das ist zum einen schon mal Ausrede Nummer 1. Ausrede Nummer 2 ist, ich bin eigentlich Linkshänder und schreibe halt dementsprechend mit links und habe die Maus, aber trotz alledem bei meiner rechten Hand. Und habe dementsprechend überhaupt kein Zeichengefühl da drin. Also noch weniger als in der anderen, wollte ich damit sagen. Nee. Das ist die Ausrede schlechthin und sie klingt sogar plausibel. Nee, finde ich nicht. Nehme ich dir nicht ab, so. Du lügst. Nein, die ist gut. Finde ich nicht gut. Ich akzeptiere das nicht. Achso, was mir gerade einfällt, ich habe die Musik vergessen. Musik. Dann singe ich euch was. Ich singe ein liebes Lied. Mal gucken, ob das mit dem Tastenkürzel einfach geht. Moment. Okay, okay. Nicht, dass jetzt gleich GEMA-Musik kommt. Hallo? Wir sind die GEMA und wir zocken euch ab. Und das nicht zu knapp. Das ist mein Favorite Song. Nee, geht nicht irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ich komme nicht raus, Mist. Moment. Wenn ich nicht,